Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und das ist mein erster Test vom DJI Osmo Pocket 3. Ich benutze den jetzt hier gerade ein bisschen zum Vloggen, weil ich einfach sehen will, was das Ding so kann. Ich habe schon einige Videos darüber gesehen, die wirklich überzeugend waren. Vor allem interessiert mich natürlich, wie der Hintergrund so aussieht, ob wir da ein bisschen Unschärfe drin haben, dass wir hier einen schönen Look haben. Und natürlich interessiert es mich auch, wie das Ganze mit dem DJI Mic 2 so funktioniert. 32-Bit Float, der Ton sollte auf jeden Fall in Ordnung sein. Aber wie dann natürlich auch die Tonqualität ist, das interessiert mich natürlich auch. Aber unter anderem natürlich auch die Stabilisierung vom Gimbal an sich, weil ich laufe jetzt hier über den Feldweg und bewege mich ja schon relativ ordentlich. Ich habe das Face Tracking aktiviert. Wir haben die Sonne im Hintergrund und da geht es jetzt natürlich schon darum, ist es meinen Qualitätsansprüchen gerecht, dass das vielleicht mein neuer Vlogging-Gimbal werden könnte. Ich war demnächst mit meiner R8 mit dem 1535 unterwegs und dem Mikrofon oben drauf. Und da merkt man natürlich schon nach einiger Zeit, was man da für Gewicht in der Hand hält. Der Pocket 3 dürfte da dann doch schon ein bisschen leichter sein. Bisschen ist gut, der wird ordentlich leichter sein. Ich habe mich hier auch mit dem Bildschirm schön im Bild. Also das sieht schon alles sehr cool aus. Jetzt stelle ich mal das Tracking hier um, dass ich hier vielleicht Dynamic Framing nutzen kann. Ich frame mich hier jetzt einfach mal in die Ecke. Start. Active Track aktiviert. Jetzt sollte die Seite hier mehr sichtbar sein. Und so wie das hier auf dem Bildschirm aussieht, funktioniert es auch schon mal recht cool. Jetzt ist natürlich hier hinten sehr viel Platz, aber das lässt sich ja dann alles einrichten und das sieht schon alles richtig gut aus. Also ich bin begeistert. Ich habe jetzt hier gerade das Video zu dem iSteady Hohem iSteady Mobile Plus Smartphone Gimbal aufgenommen. Aber ich sag's mal so, wer braucht ein Smartphone Gimbal, wenn er so eine Kamera haben kann? Das funktioniert schon relativ gut. Ich stelle mich hier mal wieder in die Mitte. Das nervt mich dann doch ein bisschen, wenn ich hier versetzt bin. Starten. So. Framing, Gesicht, erkannt, Face Track. Mega. Also das Tracking an sich sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich renne hier einfach mal ein bisschen, was die Stabilisierung dann so macht. Und natürlich auch wieder zurück. Jetzt ein bisschen schwieriger mit der Sonne im Hintergrund. Ich bin auch nicht ganz der Fitteste. Naja, muss erstmal reichen. Ich will euch natürlich jetzt nicht so zulabern und ich gucke auch immer wieder auf den Bildschirm hier unten, einfach um zu kontrollieren, wie das so aussieht. 3 Minuten 30 aufgenommen. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich drehe mich hier mal einmal mit der Sonne im Hintergrund. Ich nehme den D-Log M auf. Ich will einfach mal gucken, was da dann an Dynamik so drin ist. Wir haben ja einen 1 Zoll Sensor. Da sollte schon ein bisschen was gehen. Also an sich hier auf dem kleinen Bildschirm sieht es schon echt gut aus. Ich werde mir das Ganze jetzt dann gleich mal zu Hause anschauen. Natürlich auch, was das Mikrofon hier so macht. Aber ja, es ist schon deutlich leichter als eine normale Kamera, eine spiegellose Kamera mit einem entsprechenden Objektiv vorne dran. Ob das dann natürlich auch schön aussieht, werden wir gleich sehen. Bin gespannt, was hier so geht. Also ich hatte bis jetzt in Tests keine Überhitzungsprobleme. Ich habe 4K 60 ausprobiert und 4K 30 und jeweils nach einer Stunde die Aufnahme beendet, weil einfach keine Übertemperatur stattgefunden hat. Das Ganze war bei mir zu Hause. Wir haben gerade so 22, 23 Grad. Da ist also eigentlich für den Alltag alles gerüstet. Natürlich im Sommer kann das Ganze noch mal ein bisschen anders aussehen. Das werden wir dann mal sehen. Aber so an sich sieht es schon mal gut aus. Einige Stunden später und auch noch ein neuer Tag. Die Sonne ist jetzt vor circa einer halben Stunde untergegangen. Da hinten sieht man noch ein bisschen was. Natürlich ideal für einen richtigen Lowlight-Test. Ich habe jetzt nicht die ganz hohen Erwartungen an die Qualität von der Kamera. Ich bin gespannt, wie das rauskommt. Ich habe mir das Footage von mittags, gestern Mittag war das, schon angeschaut. Das sieht schon richtig gut aus. Also ich kann mir das schon vorstellen, die Kamera jetzt auch als Vlogging-Setup dann zu benutzen. Das hat mir wirklich gefallen, was ich da gesehen habe. Auch von der Unschärfe im Hintergrund liefert die Kamera da schon relativ gut ab.
Jetzt natürlich hier im Lowlight. Ich werde mir das gleich zu Hause angucken, vor allem wenn ich hier nicht so angestrahlt werde und wir ja da hinten so ein bisschen den Sonnenuntergang haben. Bin ich wirklich gespannt, wie das rumkommt. Ich bin jetzt bei 4K 30, ganz normal im normalen Modus. Ich glaube, ich habe den Weißabgleich immer noch auf 5600 fest eingestellt. Ansonsten lasse ich die Kamera alles selber machen. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich teste jetzt mal hier noch diesen Lowlight-Modus. Das werdet ihr gleich sehen. Mal schauen, ob sich da was tut. Hallihallo, zurück im Bild. Jetzt, wie gesagt, in diesem Lowlight-Modus. Das Erste, was direkt auffällt, ich kann kein Face-Tracking aktivieren. Ich versuche jetzt natürlich die Kamera hier so gut wie möglich auf mich zu halten, aber ihr seht, wenn ich sie wegdrehe, dann wird da nichts mehr auf mich fixiert. Das ist natürlich vom Tracking her jetzt nicht so toll, da macht das Face-Tracking natürlich schon Sinn. Man kann es natürlich dadurch, dass man den Bildschirm hier sieht, schon ein bisschen beurteilen, aber ich möchte ja auch nicht immer auf den Bildschirm, sondern in die Kamera gucken. Also der Lowlight-Modus ist jetzt aktiviert, wieder 4K 30 Bilder. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier rumkommt. Wir sind eigentlich immer noch ja, am selben Platz, mit derselben Belichtung, es ist vielleicht noch ein dunkler geworden, aber soweit sieht es zumindest auf diesem Display hier schon ganz cool aus. Also ich bin immer noch ja sehr erfreut über die ganze Qualität von dem Osmo Pocket 3. Ich schalte jetzt noch mal zurück auf den normalen Modus, dass wir noch mal den Vergleich haben. So, jetzt also wieder im normalen Modus, jetzt auch wieder mit Face Tracking. Ihr seht, ich kann das hier bewegen, wie ich will. Das wird alles immer gleich schön getrackt. Das ist also sehr cool. Auf dem Display sieht es auch so aus, als hätte ich eine relativ, ja, gute Qualität, also eben so weit, wie man das hier beurteilen kann. Ich bin jetzt gleich gespannt, wie das zu Hause aussieht. Ich habe mir das ganze Footage jetzt mal angeguckt. Das tagsüber hatte ich ja gestern schon angeguckt. Jetzt gerade noch die Lowlight-Nachtaufnahmen. Es war ja schon wirklich sehr dunkel. Und ich muss sagen, der Lowlight-Modus an sich selber hat mich nicht so überzeugt. Also da würde ich lieber den normalen Modus benutzen, weil ja, der Lowlight-Modus, der zieht da einfach die ISO so weit hoch, dass das Bild schon wirklich sehr rauschig ist. Dann geht da ein bisschen so die Rauschunterdrückung rein und macht das Ganze matschig. Das hat mir nicht so gefallen. Der normale Modus im Lowlight hat mir da aber doch schon recht gut gefallen. Also das sah jetzt nicht so schlecht aus, klar. Es ist ein bisschen dunkler, das Bild, aber das ist mir lieber wie so ein ja, angepasstes Bild mit Matsch. Es muss dann nicht sein. Ansonsten hat mir der ganze Gimbal an sich, beziehungsweise das ganze Gerät, es ist ja ein Gimbal mit Kamera, sehr gut gefallen. Also gerade das Tracking, was ich jetzt auch hier aktiviert habe, ist wirklich sehr gut. Die Bildstabilisierung, da kann man gar nichts sagen. In dem Teil, wo ich gerannt bin, da sah das auch schon sehr gut aus. Also insgesamt hat mich das schon sehr überzeugt. Und ich gehe davon aus, das Ganze wird jetzt erstmal so mein ja, Alltags-Vlogging-Setup. Weil es eben sehr leicht ist und richtig toll funktioniert, auch von der Akkulaufzeit mit diesem Akku-Grip da unten dran, da kann man gar nichts sagen. Schon sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, ich werde einfach in nächster Zeit mal ein bisschen mehr berichten. Ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen gefallen. Wenn es so war, lasst mir einfach ein Like da, schreibt in die Kommentare, wenn ihr ja, Fragen oder Anregungen habt. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Bonusmaterial. Ich habe den ganzen Gimbal nämlich auch mal noch kurz auf mein Armaturenbrett gepackt im Auto, bin damit eine Runde gefahren, beziehungsweise bin da von den Aufnahmen zurückgefahren, um zu schauen, ob sich das denn im Auto auch so nutzen lässt. Und ja, das Material gibt es jetzt noch. Das sieht aber auch sehr gut aus. Bis zum nächsten Mal dann. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann. Osmo Pocket 3 im Auto. Ich habe den jetzt hier einfach mal ein bisschen angeklemmt und bin mal gespannt, was da so geht. Natürlich auch während der Fahrt. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Ich darf jetzt hier natürlich nicht so beschleunigen, weil sonst haut es den durch die Gegend. Ist natürlich cool, wenn der das Bild immer gerade hält. Ich habe den jetzt hier vorne im Armaturenbrett wirklich komisch eingeklemmt, aber er hält es gerade. Und jetzt auch während der Fahrt bin ich gespannt, wie der stabilisiert. Die Sonne kommt jetzt hier runter, dann kann die Dynamik vom Sensor auch mal zeigen, was so geht. Vielleicht muss ich fürs Autovideo den Dinger einfach auch nur festkleben. Es soll ja sowieso noch ein Video über den Tesla hier kommen. Den habe ich jetzt 1,5 Jahre, 25.000 Kilometer drauf. Der sieht schon echt gut aus. Kommt natürlich jetzt auch drauf an, wie die Bildqualität hier so dann rüberkommt. Aber an sich kann man das schon mal so lassen. Auch der Ton mit dem DJI Mic 2 und 32 Bits sollte natürlich sehr ordentlich sein. Ich habe mein Ziel erreicht.